herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Wir müssen jetzt zack zack zum Metzger, weil der Herr Björn Blaubeer wartet da auf uns und will die Kühe abladen. Bin ich gerade nur überlegen, wie wir da am schnellsten hinkommen. Ich glaube, wenn wir hier lang fahren. Hier. Ja, ja. Und dann fahren wir über Helmbergen nach Grünsdorf, Grünstedt. Grünstedt ist es, glaube ich. Flitzen wir mal ganz schnell rüber, dass der nicht so lange warten muss. Ist ja zum Glück nicht ganz so weit. Könnte ich mir vielleicht auch mal seine Molkerei angucken. Würde mich nämlich auch mal interessieren, wie es da wie es da läuft. Nämlich die Molkerei, die ist gar nicht so weit weg. So. Ja, bei dem Regen kann man sowieso nicht viel anderes machen. Müsste ja eigentlich mein Feld mal pflügen, aber das brauche ich bei dem Matsch gar nicht erst machen. Muss ich erst warten, bis ein bisschen abgetrocknet ist. So. Hallo Volker. Hi. So, das ging irgendwie nicht, oder was? Nein, sie wollten nicht raus. Ich weiß nicht, ob es am Regen liegt. Könnte sein, ne? Jetzt geht's. Was hast du denn probiert? Alles Mögliche. Steig mal ein. Da gibt's irgendwo einen Knopf, da steht R drauf. Nö. Jetzt? Nö. Komisch, okay. Bei mir geht's aber. Dann mache ich das. Na gut. Jetzt will er auch nicht mehr. Hä? Komisch. Moment. Jetzt. Na. Die wollen vom neuen Eigentümer rausgetrieben werden. Gucken wir mal. Ah ja, alle drin. Ja, wunderbar. Gut, dann würde ich dir die Rechnung gleich begleichen. Ja, supi. 20.000 hat man gesagt, wenn ich es genau, recht weiß. Genau, richtig, ja. Gut. Ist überwiesen oder angewiesen. Ja, Gute. Ich ist gerade angekommen sogar. Supi, vielen Dank. Danke auch. Bis denn mal. Dann, ciao. Tschö. So, sehr schön. Steaks haben wir ein bisschen, Wurst haben wir ein bisschen.
Karton haben wir ein bisschen, Paletten haben wir ein bisschen und Tierchen. Das ist schon mal gut. Jetzt kann man auf den Markt gucken, was man für das Zeug, die Tiere kriegen würden. Weizen könnte man noch verkaufen. Und wir könnten mal gucken, was mit den Eiern los ist. Karotten habe ich auch noch. 500 Euro beim Lidl für Karotten. Dinkel habe ich auch noch so viel. Boah. 800 Euro. Mhm. 650, 660, 62 für Steak. Sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was man mit dem Dinkel. Ich denke, die Karotten, die können wir verkaufen. Und wenn wir die verkauft haben, dann können wir wieder Tiefen lockern. Supi dupi. Also wir können jetzt eigentlich ziemlich viel Geld machen. Dann können wir nämlich das Lager im Wald kaufen. Dann können wir endlich mal da ein bisschen aufräumen. Weil das stört mich ja schon ein bisschen, dass da... Wobei, eigentlich sollte ich erstmal das Holz noch aufladen. Vielleicht können wir nächste Woche verkaufen. Oder... Ich quatsch mal mit dem LU dann später. Ob die mir vielleicht einfach das Zeug wegfahren. Die haben ja vielleicht... großes Ladevolumen. Ich glaube, die haben 70.000 Liter, was sie auf einmal transportieren können. Dann wäre das eine gute Option. Ich glaube, das mache ich. Sollen sie mir eine Ladung Dinkel verkaufen? Erstmal eine Ladung Karotten. Und dann noch eine Ladung Dinkel. Und dann ist gut. So, um Eierpreis könnte ich auch mal gucken. Muss ich aber gucken, dass ich hier noch mindestens eine Ladung Stämme wegkrieg. Sonst läuft die Pacht wieder aus und wir haben eigentlich kaum was erreicht. Das wäre wieder schade. Ups. Deshalb werde ich, glaube ich, tatsächlich das auf einen Händler aus outsourcen.
den Verkauf von den vom Getreide und von den Karotten. Da ist das nämlich schon mal geklärt. Ja, jetzt. Ja, die wollen nie, will nie zwei Stämme aufnehmen. Eigentlich bräuchte ich auch mal wieder einen Mitarbeiter. Stellenanzeige machen. Also wenn ihr Bock hättet hier mitzuspielen, dann meldet euch einfach mal auf dem Discord-Server bei Malonation. Der macht das Bewerbungsverfahren sozusagen. Und weil, wie gesagt, dringend ein Mitarbeiter gesucht bei mir hier. Hab so viel zu tun. Ganzen Produktionen, was Karton, Papier, Leerpaletten, Holzpaletten, Holzkohlepaletten, Bretterpaletten. Alles in meiner Hand. Ist ein super Geschäft. Aber für mich alleine gerade irgendwie wieder kaum zu managen. Zur Feldarbeit komme ich so gut wie gar nicht. Muss ich vielleicht auch mal wieder das LU dann anfragen. Aber tiefenlockern würde ich eigentlich gerne selber, weil das braucht einfach viel Zeit. Und da will ich Kosten sparen. Dann wäre das, glaube ich, besser. Vielleicht direkt ansäen oder so vom LU lassen. Ich meine, das Gute ist ja, dass ich den Holzanhänger hier eigentlich gar nicht abladen muss. Den kann ich eigentlich so stehen lassen, wie er dann steht. Beim Sägewerk einfach abstellen und gut ist. Aber er müsste halt voll werden, diese Woche noch. Heute Nachmittag ist wahrscheinlich dann auch der Acker ein bisschen abgetrocknet, sodass man da Tiefen lockern können. Nein!
Volker Varuna, hallo. Hallo Volker, Diesel hier. Hi. Hi, kurze Frage. Und zwar dürfte ich mir kurz deinen Anhänger ausleihen. Welchen? Den Josken. Jupp. Okay, dann komme ich mir den gleich abholen, weil ich wollte nämlich noch ein paar Karotten verkaufen. Ah. Okay. Bräuchtest du welche oder hast du noch genug? Ich habe auch überlegt, ob ich die verkaufen lassen soll. Wie viele verkaufst du nur? Warte, ich guck mal eben an mein Tablet. Also 60.000 Tonnen. Okay, das heißt, du musst zweimal fahren. Ja. Okay. Wenn ich mir gerade die Preise anschaue, sind sie nicht wirklich gerade berauschend. Doch, für Karotten ist es gerade gut. 488. Ja, auch wieder wahr. Ist tatsächlich gut. Aber kannst du mir Bescheid geben, wenn du die erste Ladung... Also wenn du die erste Ladung verkauft hast? Ja. Weil dann würde ich... Du weißt, wie viel das gebracht hat. Nee, dann würde ich auch noch eine Ladung verkaufen. Nur dass okay. Die dann nicht denken, sie können den Preis wieder drücken, weißt? Mhm. Mach ich dann. Okay, super. Also wenn die erste Ladung durch ist. Okay. Dann geht ihr. Gerne. Tschö. Tschö. Weil, wenn die denken, sie können hier kriegen eine Übern Angebot, dann senken die Halunken mal gerne den Preis. Und deshalb würde ich dann die zweite Ladung, die er abliefert, so timen, dass ich dann auch meine Ladung oder eine Ladung von mir abliefer. Dann kriege ich da hoffentlich auch einen guten Preis. Habe ich zumindest 40.000 Liter verkauft, weil ich habe ja noch einen Anhänger, der hoffentlich bei mir zu Hause steht. Aber nun ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.